Willkommen bei der Foodschau und willkommen Kinder Schoko Fresh. Ja, das neue Kinder Schoko Fresh ist da. Neu kann man fast sagen, ist es nicht ganz. Es hat ein neues Design bekommen. Und diese Pakete wurden mir sogar vom Ferrero direkt zur Verfügung gestellt. Da war heute Morgen nämlich eine nette Dame da und die hat mir die Sachen persönlich vorbeigebracht in der Kühlbox mit einer netten kleinen Grußkarte von Ferrero dabei, mit der netten Dame, mit der ich da Kontakt hatte. Und was mega geil ist, dieser geile Kühlschrank war noch dabei. Ich habe einen geilen Mini-Kühlschrank bekommen für das mein Kinder Schokofresh, den man auch richtig aufmachen kann. Also das ist wie ein richtiger Kühlschrank. Da sind auch noch zwei Schokofresh drin. Die kühlen dann mal schön weiter. Und da habe ich mich auch mega drüber gefreut. Hier muss ich auch sagen, Ferrero hat mir die Sachen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und ich habe bekommen auch eine Aufwandsentschädigung von Ferrero dafür, dass ich ein Video mache und auch Bilder mache dafür. Aber da muss ich euch darauf hinweisen. Aber es ändert nichts an meiner Meinung. Das wisst ihr ja schon bei mir. Ich habe ja schon öfters mal Sachen bekommen. Und ich sage euch immer, ob es mir noch schmeckt oder ob es anders ist. Genau, Kinder Schoko Fresh ist dabei. Neues Design, wie ihr sehen könnt. Hat jetzt dieses Kammern-Design, also das Rihorn aus den 1995er-Zeiten oder 90er Jahren, wo die meisten auch aufgewachsen sind, so wie ich, die in den 85 bis 90 geboren wurden, die kennen das halt noch, das ist Rihorn. Manche andere, habe ich schon mitbekommen, verstehen gar nicht, warum da noch ein Rihorn drauf war. Jetzt wurde es halt glatt gezogen. Früher hieß es nämlich noch Professor Rino. Jetzt oder heißt es nur noch, dann hieß es irgendwann Schoko Fresh mit Rihorn. Und jetzt ist es nur noch Schoko Fresh mit dem neuen Design. Nährwerte ist für euch immer interessant. 583 auf 100 Gramm. Und auf ein so ein Schoko Fresh kommt dann nämlich auf 20,5 Gramm. Sind es 120 Kalorien. Ja, was ist Schoko Fresh? Wer es noch nicht gegessen hat, es ist eine gefüllte Milchschokolade mit gemahlenen Haselnüssen, mit Milch und Haselnusscreme. Lecker, kommt immer aus dem Kühlschrank, ist also nichts, was ihr warm essen solltet. Kann man, glaube ich, warm essen, habe ich noch nie gemacht. Ich esse es immer nur gekühlt, weil ich auch gekühlte Schokolade mag. Wir schauen jetzt aber mal das Schoko Fresh uns genauer an. Ich habe euch wieder eine schöne Nahaufnahme gemacht und dann schauen wir mal weiter. Also, schauen wir mal in die Nahaufnahme rein. Wir zoomen rein. So, und da sind wir auch schon. Wie ihr sehen könnt, das ist das neue Schoko Fresh. Ihr seht also hier die zwei Kammern. In der Mitte eine Bruchstelle, damit ihr es besser auseinanderbrechen könnt. Dann hier diese kleinen Wellen, die da drin sind. Ich zeige euch das mal so. Das ist ganz praktisch, weil ihr dann nämlich hier mit den Zähnen ganz gut hintergreifen könnt. Und könnt so zweimal oder könnt einmal abbeißen und habt dadurch zweimal was im Mund. Ihr könnt es natürlich auch komplett essen, so wie ihr es möchtet. Wie ich festgestellt habe, ist auch dieses Zeichen hier mit drauf. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, was das Zeichen bedeutet. Das ist bei allen Schoko Fresh drauf, bei der neuen Version. Plus natürlich diese kleine Linie. Aber wir gucken auch mal, wie ein Schoko Fresh von innen jetzt aussieht. Wir schneiden es mal zusammen an. Ich hoffe mal, ich kriege das jetzt mit der linken Hand gut durchgeschnitten. Aber das sieht ganz gut aus. Ja, das hat doch geklappt. Genau, das ist das Schoko Fresh jetzt von innen. Wie ihr sehen könnt, unten der Haselnusskern, oben die Milchcreme. Und dann kommt die Schokolade ganz normal dazu. Also genauso wie man es kennt, es hat sich da nichts verändert. Da seht ihr das auch nochmal angeschnitten von der Seite. Also es ist schon ganz cool geworden und sinnvoll entwickelt. Und wie gesagt, man kann es jetzt sauber durchschneiden. Es hat jetzt nicht gebröselt. Aber wir gucken mal, wie es geschmacklich kann. Ich zoome jetzt mal wieder zurück. Und da sind wir wieder. Ja, sieht doch geil aus, oder? Ist auch ein richtig schickes Design wieder geworden. Ganz schlicht, aber sinnvoll gemacht. Ihr habt den Innencreme gesehen. Also sieht einfach lecker aus. Man will es sofort essen, immer wenn es offen ist. Das ist immer so meine Meinung von solchen Sachen. Und geschmacklich ist es jetzt noch relevant. Jetzt habt ihr gesehen, wie es aussieht, wie viel Nährwerte es hat, aber schmeckt es so noch wie früher oder wie es einem bekannt ist. Ich hatte vor kurzem auch noch das normale Schoko Fresh da. Wir haben immer ein paar Mal hier. Es waren immer alle lecker. Jetzt schauen wir aber mal. Das war ja das Schoko Fresh von gerade, was ihr gesehen habt. Das habe ich also noch da. Geschmacklich, schauen wir mal. Und es schmeckt einfach cremig lecker. Also so wie ein Schoko Fresh halt sein soll. Da schmeckst du unten die Haselnuss, du schmeckst oben die Milchcreme und die Schokolade. Es schmeckt für mich genauso wie vorher. Ich breche es jetzt einmal durch, damit ihr hier diese Bruchkante aber sehen könnt. Das finde ich ganz sinnvoll gelöst, wirklich. So kann man es auch mal teilen. Vielleicht für mich jetzt nicht so. Ich bin jetzt nicht der Teiler. Ich esse das einfach auf. Aber für Kinder oder so, wenn man sagt, komm, ihr kriegt jetzt jeweils eins, so ein kleiner Haps. Finde ich ganz gut. Ich finde es echt lecker. Es sieht einfach, es schmeckt einfach so, wie man es kennt. Also ich kann hier echt keinen Unterschied schmecken, weil ich hatte auch schon mit manchen Leuten schon drüber gesprochen, über das neue Design und wir dachten, ah, vielleicht haben die da irgendwas verändert an der Rezeptur.
Es ist an sich die gleiche Rezeptur wie vorher. Es schmeckt wie vorher. Es sieht halt anders aus. Aber lecker. Da kann ich echt nicht anderes zu sagen. Das bleibt ein leckeres, klassisches Schokofresh, wie man es kennt. Praktisch zum Teilen. Einfach nur eine neue Form. Sind zwei Hälften. Und es bleibt dieser geile, gekühlte Snack aus dem Kühlschrank von Ferrero. Oder besser gesagt von Kinder. Ja, mehr kann ich euch dazu gar nicht sagen. Ich kann es euch wieder ans Herz legen. Ihr werdet keinen Unterschied merken. Probiert es gerne selber aus. Es schmeckt ab sofort im neuen Design im Handel. Jetzt ab Februar wurde das eingeführt. Und ich bedanke mich sozusagen fürs Zuschauen. Mehr kann ich gar nicht mehr zu sagen. Ich bin gerade überfragt, ob ihr euch noch irgendwas sagen wollt, aber ich glaube nicht. Auf Instagram und auf Facebook werdet ihr ein bisschen mehr darüber noch sehen. Also besser gesagt auf Instagram, da werde ich noch die Bilder online stellen. Vielleicht auch noch mal ein Zusatzvideo, ein kleines. Und ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, schreibt gerne in die Kommentare, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir auf Facebook. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Bob von der Foodschau. Bis dahin. Ciao.